Für meine Lernfilme verwende ich das Programm ScreenFlow. Ich finde es zwar ausgezeichnet, für sporadischen Gebrauch ist es aber sicherlich zu teuer. Nun, da gibt es verschiedene Gratisprogramme und eben auch webbasierte Dienste wie dieses Screencast-O-Matic. In einem früheren Lernfilm habe ich noch ScreenToaster propagiert, den gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Nun, dieses Tool ist aber auch sehr brauchbar. Du siehst, es hat einen Standardbereich. Wenn du es intensiver brauchst, könntest du den kostenpflichtigen Pro-Bereich nutzen. Mit einem Klick auf Start Recording wird ein Java-Applet geladen. Das kann manchmal eine Weile dauern. Du wirst gefragt, ob du das erlauben willst. Mache ich. Und hier werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es noch einen älteren Filmclip von mir gibt, den lösche ich. Und jetzt ist dieser Rahmen bereit, wie du siehst. Du kannst den frei auf dem Bildschirm verschieben. Der ist jetzt auf 1024x768 gestellt, also diese Beamer-Einstellung, die wir an der Schule haben. Aber du kannst zum Beispiel auch Fullscreen und da wird der ganze Bildschirm aufgenommen. Du hast hier die Möglichkeit, das Mikrofon nachträglich zu ändern. Ich arbeite mit einem Headset, das tönt wesentlich besser, aber natürlich reicht auch das integrierte Mikrofon. Hier kannst du den Pegel einstellen des Mikrofons, allenfalls eine Webcam einblenden lassen. Und jetzt sind wir eigentlich bereit, ganz wichtig, um wieder zur Pause zurückzukommen oder zu dieser Einstellung, musst du Option P oder Alt P drücken. Das musst du dir merken. Ja, starten wir die Aufnahme und es zählt zurück und jetzt beginnt's. Und ja, du kannst ja jetzt irgendetwas machen und dann, wie gesagt, mit Alt P wieder den Film unterbrechen. Der ist jetzt 7 Sekunden lang geworden. Du könntest mit einem Klick auf den Record-Knopf die Aufnahme fortsetzen, wenn du in der Zwischenzeit jetzt etwas geändert haben solltest, oder wenn du fertig bist, dann klickst du auf Done und du hast den Film hier vor dir. Es gibt die Möglichkeit, den direkt auf YouTube hochzuladen. Da musst du dann einfach die entsprechenden Angaben machen, unter anderem eben auch deinen Account eingeben, wollen wir aber nicht. Ebenso könntest du es auf dieser Website von Screencast-O-Matic hochladen und dann wird der Film gleich dort publiziert. Und ich möchte jetzt aber den Film speichern. Du kannst ihn in der vollen Größe oder eben verkleinert runterladen. Ich mache ihn mal nur auf 800 Pixel. Und hier kannst du noch sagen, was gezeigt werden soll. Das ist sehr praktisch. Du kannst bei Options zum Beispiel sagen, dass rund um den Mauszeiger immer ein Kreislein sein soll, dass die Mausklicks angezeigt werden sollen. Naja, ich gehe hier jetzt nicht weiter in die Tiefe. Mit Save Video wirst du nach dem Speicherort gefragt. Ich speichere es auf den Schreibtisch. Hier könntest du, nein, die Formate kannst du nicht anders wählen, und mit Sichern wird dieser Film auf den Schreibtisch geladen und mit einem Doppelklick darauf und jetzt beginnt's. Und ja, du kannst ja jetzt irgendetwas machen. Du siehst, es ist also extrem einfach. Du siehst auch, das ist vielleicht halt ein bisschen ein Wermutstropfen. Es hat hier eine kleine Einblendung des Tools, aber ich denke, dafür, dass es gratis ist, sollte es uns nicht weiter stören. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Erstellen deiner Lernfilme.